Hallo zusammen, ich bin die Cat und ich möchte euch in diesem Video einmal zeigen, wie man richtig vorwärts Eis läuft. Beim Eislaufen ist es ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, immer schön tief in den Knien zu stehen. Das ist wirklich der Fehler, den ich am meisten sehe, dass die Läufer einfach zu weit gerade stehen und dann fangt ihr an zu wackeln auf dem Eis und fallt im schlimmsten Fall nach hinten. Das ist das, was wir vermeiden wollen. Das heißt, das Wichtigste ist, immer schön tief in die Knie gehen. Wir haben auch immer einen leichten Knick in der Hüfte. Nehmt die Arme ein bisschen leicht vor euren Körper, weil da seid ihr sicher, nicht zu weit nach hinten. Das bringt euch in dieser Haltung immer leicht vor den Körper. Und ich sage am Anfang fürs Vorwärtslaufen immer die Fersen zusammenbringen. Das ist wie so ein kleines V im Endeffekt. Und zu den Kindern sagen wir immer, macht es wie die Pinguine, hebt einen Fuß nach dem anderen, um euch so langsam vom Fleck zu bewegen. Das ist ein guter Start, um erst überhaupt mal ins Rutschen zu kommen. Arme schön vorm Körper halten, in den Knien bleiben und dann könnt ihr langsam immer größere Abstöße machen, um so dann eben auch langsam ins Gleiten zu kommen. Je nachdem, wie sicher ihr euch fühlt, könnt ihr immer mehr das Gewicht von links nach rechts verlagern und ins Laufen kommen. In dem Sinne, probiert es aus, ins Knie, Fersen zusammen, Hände vor den Körper. Ich wünsche euch viel Spaß damit.